bin Felix Ahmed. Ich arbeite am Meteorologischen Institut der Universität Hamburg im Exzellenzcluster Climate, Climatic Change and Society, kurz CLICS. Das beinhaltet die gesamte Bandbreite der Klimaforschung in allen Facetten. Der Bereich, mit dem ich mich beschäftige, geht es um die naturwissenschaftlichen Aspekte. Da wollen wir verstehen, wie Klimaprozesse dann das formen, was wir da am Schluss als Klima spüren. Und spannend für uns und offenes Klimarätsel ist die Organisation von Wolken. Das heißt, wie formen sich Wolken, wie sprechen sie sich sozusagen ab? Und ein wichtiger Schlüssel zu dieser Kommunikation sind die sogenannten Cold Pools. Wenn ein Sommergewitter kommt, an einen ranzieht, dann kommt als erstes immer so ein Schwaps kalter Luft, Windböen kommen, bevor der Regen einsetzt. Wir haben bisher, so wie bei der alltäglichen Erfahrung, das immer nur an einer einzelnen Stelle gemessen. Was uns fehlt, ist das Bild, das zweidimensionale, dreidimensionale Bild von so einem Cold Pool. Und wir brauchen dichtere, wir brauchen neue Technik. Und die haben wir am Institut und im Exzellenzcluster zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie entwickelt und zum Einsatz gebracht. Wir haben sie Apollo-Station genannt, steht für Autonomous Cold Pool Logger. Und das sind einfache, aber hochpräzise, smarte Wetterstationen, die man aber in großer Stückzahl produzieren kann und aufstellen kann. Genau das haben wir in den letzten beiden Sommern gemacht und sind auf die Jagd gegangen und haben gehofft, dass uns Cold Pools ins Netz gehen. Und das ist auch passiert. Und wir haben somit zum ersten Mal wirklich Filme machen können, zeigen können, wie diese Cold Pools entstehen, wie sie geboren werden, wie sie dann wachsen und ja, am Schluss dann auch so nach einer Stunde, zwei Stunden dann auch wieder vergehen. Diese Daten haben bisher in der Wissenschaft gefehlt. Und sie werden hier am Deutschen Klimarechenzentrum dringend erwartet. Denn der Fortschritt in der Rechenleistung, was Klimasimulationen anbelangt, ermöglicht es, dass wir heute Cold Pools auch auf einer globalen Simulation darstellen können. Aber es ist die Frage, sind sie realistisch, sind sie belastbar? Und diese Frage können wir jetzt mit den neuen Daten beantworten und damit dann Klimasimulationen verbessern. Und gleichzeitig sind Cold Pools natürlich auch ein Effekt auf der kurzen Skala, weil sie bestimmen, wo das nächste Gewitter entsteht. Das heißt, auch Wetterwarnungen werden besser. Damit sind diese kleinen Cold Pools ein wunderschönes Beispiel, wie Wetter- und Klimaforschung ganz oft Hand in Hand geht und dazu beiträgt, dass Vorhersagen sowohl für das Klima als auch das Wetter noch zuverlässiger werden.